könnt ihr jetzt abbauen? Ein Scheiß könnt ihr! Was soll denn das? Ich kapiere es nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wir bereiten uns für den großen Kampf vor. Wir werden jetzt hier vormarschieren. So sieht's nämlich aus. Wir werden erstmal das Dorf einnehmen und dann werden wir hier unsere Schriftrollen zurückholen. Haha, das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Hat schon Bumuggel gesagt. Die Einheiten verstärken wir mit einem Trupp. Bogenschütz. So. Achso, warte mal. Nee. Und mit diesem Trupp hier werden wir weiter erfolgreich kämpfen. Wir bereiten uns vor für die Schlacht hier oben. Und die hier bewachen immer noch die Gegend hier. Was macht ihr? Ihr macht nichts. Ach, warte mal, das ist eine Mine. Ich sollte mit denen darüber gehen. So rum. Oh, jetzt habe ich vergessen zu lesen. Oh, was haben wir denn jetzt? Okay, was haben wir jetzt davon? Wir haben jetzt 13 Allfeuer. Plus 3 Order durch Turm. Hm. Okay. Ah. Was bilden wir denn jetzt aus? Moment, Gold aufspürt. Gold. Nee, nein, 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 ich will das hier. was? Achso, ja. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Ach, doch einmal Turmerweiterung, ne? Dann erweitern wir gleich nochmal Turm, würde ich sagen. Wir bereiten uns jetzt vor zum Abbauen. So, ja. Zack, ab. Hä? Aber das ist doch eine Mine. Also wenn das mal nicht kann. Also. Wie dieses Spiel manchmal nicht. Gehen wir wieder zurück. So, hier speichern wir. Wir kreuzen unsere Waffeln, Waffen. Was? Warum ist denn der rot? Die sind aber stark. Uns fehlt eine Einheit. Scheiße. Abbruch. 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 Zurück. Uns fehlt uns eine Einheit. Warte mal. Nochmal zurück. Ich war nie da. Der kann auch nicht mal laufen. So eine Scheiße. Ich brauche Einheiten. Ich will nicht die Einheiten. Nee, wir machen nochmal hier, ich habe so das Gefühl, ich stehe nur rum und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt treiben soll. Was bringt mir das denn jetzt? Was hat mir das jetzt gebracht? Oh, Zwergengewölbe. Die Zwerge befestigen die unterirdische Hallen mit alter Zauberschmiedekunst. Die Bedeutung dieser Glyphen kann geändert werden, um Glück und Gold zu verheißen. Aha. Ja, okay. Hm.
Kann ich eigentlich auch kaufen? Kann nichts kaufen. Pass mal auf, wir gehen mit der Einheit. Gehen wir mal den Turm hier. Wir gehen mal dahin. Komm. Fraktionseffekt. Aha. Was zum Henker läuft denn da hinten rum? Ich glaube, die stellen gerade jede Menge Einheiten her. So, okay, pass mal auf. Ihr füllt mal hier auf. Hier noch Einheiten drin? Nee. Kriegen wir klein. Schlacht beginnen. Kommt nur ran, ihr kleinen Wusler. Hä? Was ist denn hier? Hä? Hä? Fressen die Kühe? Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Warte mal, so viel Einhorn habe ich gar nicht. Wir hören mal die berühmte Verteidigungstaktik der Goblin-Armee hier anwenden. So, wir machen gebündelte Energie. Was habe ich denn eigentlich für Einheiten hier? Ich habe 2 Nahkampf, okay. Hä? Ja, nächster, ihr sollt kommen. Macht gar nichts. Die kommen aber nicht. Okay. Ich muss kommen. So haben wir nicht gewettet. So nicht. Na gut, dann komm ich. Als ob ihr Reichweite habt. Habt ihr mehr als ich? Attacke! Nahkampf verwickeln. Immer in den Nahkampf. Hä? Nicht hä? Attacke! Feuerball mit dem Riesenknall. So falscher Knopf. Oh, ich kann immer. Die Stimme ist anstrengend. Ah ja, das ist... Ja, okay, ist noch im grünen Bereich. Gerne, gerne, aber ab und zu ist okay, aber permanent ist echt, es geht ganz schön, ich merke richtig, wie taub die Stimmbänder, glaube ich, wären. So, jetzt mache ich hier mal einen taktischen Rückzug. Ach, das geht gar nicht mehr, okay. Das ist jetzt aber doof. War bestimmt Stimmbänder-Stretching. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay, komm. Diesen Schaden wollte ich vermeiden. Naja. Dann sammle ich eben noch mal Erfahrungspunkte. Feuer frei! Heldenhaft haben wir gewonnen. Heldenhaft.
So, was muss ich jetzt machen? Vornehmen Ritter. Wie macht denn ein vornehmer Ritter? Bandagen? Fleischbrocken? Überreste. Nehmen wir. Oh, was haben wir denn da hinten? Oh, wir können hier leveln. Rüstung. Plus 1 Beute nach jeder Schlacht. Ja, ich gehe erstmal hier auf Attacke. Oh, ach, die haben andere. Für jede Verbündeten mit Rudeltaktik. Was ist denn die Rudeltaktik? Ja, machen wir das erstmal. So, damit die sich erstmal aus... Ach so, geht gar nicht. Es kann sein, dass wir das Spiel jetzt ganz schnell beenden, befürchte ich. Wenn wir hier jetzt die Attacke auf Attacke blasen. Kommen wir da überhaupt hin? Ey, da kommen wir erst im nächsten Zug hin. Scheiße. Was, bevor die jetzt gar nichts machen. Lasst uns die Schwerter kreuzen. Ehrenhaft, wie wir sind. Das wird ein heldenhafter Sieg. Aber auch den kämpfen wir gemeinsam. Und entschlossen werden wir sie in die Schranken weisen. Dieses elendige Gezürzel. Oh, was passiert denn hier? Ja, Brücke. Wer braucht schon eine Brücke? Warte mal, wo sind meine ganzen Einheiten hin? Aha. Okay, die Nahkämpfer. Also, wie weit könnt ihr maximal laufen? Bis hier hinten, oder? Ja, Sire, mich deucht, es als sei der feindliche Trupp ihr unterlegen. Sir, wir demoralisieren die freundliche Einheit und verfolgen sie, bis sie aufgerieben sind. Wir demoralisieren nicht. Wir machen eine erzieherische Maßnahme. Sie werden nie wieder uns belästigen. Wir werden uns exzellent postieren und werden sie in Empfang nehmen. Nicht, hä? Sondern jetzt gibt's auf die Mütz. Möge der ein Reichweitenmalus. So haben wir nicht gewettet. Dann werden wir mal die Reichweite etwas verkürzen. Ein Reichweitenmalus würde ich ungern in Betracht ziehen. Wieso haben die nur zweimal geschossen? Ach, weil die einmal gelaufen sind. Die kleinen Schurken. Ja, wenn das ein Reichweitenmalus war, dann wird das noch mehr. Schießet, meine kleinen Kumpanen, schießet! Weisen wir sie in die Schranken. Ja, nix going? Attacking. Come morning. Hacke, hack, Kuchen. Zuversicht. Zuversicht ist mein zweiter Name. Alexander Lehnsherr von Zuversicht. Wer kennt ihn nicht? Achso, nee, warte mal. Hier. Die Brückenhalunken sind beseitigt. Jetzt gehört uns das Dorf. Oh, was haben wir denn hier? Gleichgültig. Und Bandage. Das finde ich gut. Was haben wir hier jetzt eingenommen? Steuerfahndung? Oh, wir können auch leveln.
Sire, euer Trupp braucht eine Pause und ihr haltet auf ein Dorf in der Nähe zu. Aber anstatt mit der Wärme eines Schankraums und kühlen Bier, werdet ihr mit gewetzten Äxten, Mistgabeln und knurrenden Hunden begrüßt. Haltet euch fern, Diebe! Wir werden... Oh! Oh! Hier ist halt jemand anderes. Das tut uns leid. Habt ihr Ärger mit Banditen, ihr edles Volk? Banditen, ja, der Baron von die Golden Felder hat bereits zweimal seine Steuereintreiber geschickt. Oder wenigstens dachten wir das, bis der dritte mit einem offiziellen Siegel kam. Da wurde uns klar, dass die Mistkerle uns reingelegt haben. Sie haben uns reingelegt. Sie sahen so echt aus, wie wir haben einfach nicht daran gezweifelt. Aber wir können den Baron nicht bezahlen. Ohne seinen Schutz heißt das aber nur noch mehr Ärger für uns. Könnt ihr diese räudigen Hunde jagen? Gebt ihnen ihre gerechte Strafe, bevor noch mehr zu Opfer ihres Betrugs werden. Wir und der Baron würden euch dafür großen Respekt erweisen. Ich brauche keinen Respekt, ich brauche harte Moneten. Natürlich wird mein Inneres dafür sorgen, dass ihr bald sicher seid. Ich werde dafür sorgen, dass sie euch entschädigen. Was? Ja. Steuerfahndung. Natürlich, alle sind sie da oben. Wir können hier leveln. Nee, die sollen hier mehr Schaden hauen, raushauen. Und ihr... Was ist denn das? 30% mehr Beute nehmen wir. Und ihr? Plus 6 Schaden gegen Einheit mit gepanzert. Nehmen wir. Wir müssten jetzt erstmal in unseren Refugium zurück, damit wir uns mal etwas heilen. So, was ist denn mit euch hier, meine Kameraden? Ihr seid auch richtig angeschlagen. Das finde ich nicht gut. Ihr solltet mal zurück. Achso, ich kann mit denen nicht zurück. Achso, ja, das war ja die Runde, ne? Kann man gar nichts mehr machen. Na gut, dann. Die hat sich so gleichgültig geändert. Ja, das ist mir auch egal. Ach, der Baron spielt auch mit. Ja, ja, also er kann das besser als ich mit Rittertum. Dazu muss man geboren sein, ein edler Ritter zu sein. Ich bin eher so ein Schabernackiger. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir können eigentlich nur die nächste Runde machen. Gegen was haben die denn jetzt gekämpft? So, meine Freunde, wir werden jetzt das Dorf einnehmen. Chaka und Finz, die Waldfee, wir werden jetzt attackieren, indem wir erstmal speichern. Speichern muss es sein. Sicher ist sicher. Und feuerfrei! Wie stark seid ihr denn? Ein heroischer Sieg wird das erkommen. Die Schlacht beginnen wir. Wenn ich heroisch gewinnen kann, werde ich ihn selbst ausführen. Wenn es knapp wird, soll es der Computer machen. Nein, dann machen es die Untergebenen. 15 Jahre MPS-Festivals. Ach so. Ja dann. Die Kameraden rot werden uns, versuchen. Die Schurken werfen Fackeln. Das finde ich nicht gut. Was kannst du denn alles machen? Heilende Sporen. Ah ja. Werden wir doch so gleich anwenden. Ach so, warte mal. Wie weit ist denn die Reichweite bis dahin? Ah, das ist vielleicht gar nicht mehr so blöd. Ah, falscher Knopf gedrückt. Das mit dieser rechte Maustaste ist noch nicht so in mich aufgegangen hier. Attacke! Wie weit könnten ihr schießen? Reichweitenmalus. Egal! Feuer frei. Dafür schießt ihr dreimal. Na
Okay. Durchbohren! Oh, die machen Blutungsschaden. Ja. Yes. Wie weit geht denn das? Oh, das geht ganz schön weit, okay. Wir demoralisieren! Das hat nicht spektakulär ausgesehen, das auch nicht. Aber gut. Ja komm, dann verwickeln wir die gleich in den Nahkampf. Hä? Hä? Kann ich noch was machen irgendwo? Alle Punkte verbraucht. Ah nee, ah, die können noch was machen. Angriff! Dann machen wir sie weg. Und da fallen sie nieder. Wieso greifen die einfach so an? Ach so, weil die sich bewegt haben. Hinterrücks, die Brut. Die machen aber gut Schaden. Kann aber auch austeilen. Aua. So, meine Freunde. Ich muss hier den hier ein bisschen leveln. Okay. Warte. Commander. Wie weit geht das? Ja, das geht. Spreche wie ein Gaukler. Ich weiß so gar nicht, wie ein Gaukler spricht. Ihr verlanget unmögliche Sachen. Ja, Mann, hör doch mal auf hier. Mach doch mal, was ich sag. Commander. Die Schurken sind gefallen. Wie spricht man denn wie ein Gaukler? Hallo! Oh Gott, warte mal. Warte mal. Irgendwas mit Noob. Send Noob? Duse Noob? Nee. Duse Noob? Ich bin ganz schlecht mit zusammenhängenden Namen zu lesen. Es tut mir furchtbar leid. Es ist nicht Respektlosigkeit, sondern weil ich einfach nur scheiße bin. Wenn ich was falsch ausspreche, bitte einmal im Chat berichtigen. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wundere dich nicht, wenn ich mit merkwürdigen Stimmen und sonst was rede. Die hauen mich einfach nur mit Challenges zu. Es tut mir leid. Ich dachte, ich mache hier einen gemütlichen Abend. Was haben wir denn da? Bandagen. Und statt Lorraine. Und 5 Gold. Okay. So, ich befürchte, wir werden uns jetzt aber hier allmählich... Ja, das ist möglich. Komm. Gehen wir den Kampf jetzt noch hin? Ich speichere mal sicherheitshalber. Ich habe jetzt keine Lust, dass ich hier voll aufs Maul kriege. Feuer frei! Oh. Die Truppen des Zirkels haben euch aus der Ferne entdeckt und sind auf die Schlacht, auf der Schlacht vorbereitet. Haltet euch fern oder wir werden euer Leben beenden, ruft der Anführer aus dem Fenster des Turms. 125? Die kriegen wir doch glatt. Wir haben gespeichert. Wir haben keine Angst vor euch. Angriff! Entscheidender Sieg. Was bist du denn? Du siehst ja cool aus. Oh. Oh, Medusenkriegen, Krieger. Okay. Ja, lustig halt. Ja, komm. Schlacht beginnen! Weißt sie in die Schranken. So wie ein Possenreiser, Alex. Es ist schwierig, sowas absichtlich zu machen. Irgendwie. Keine Ahnung. Oh. Warum habt ihr so eine scheiß Reichweite? Und was macht ihr für einen Schaden? Ja, das gefällt mir auch nicht. Wollt's mal erwähnt haben.
Oh Gott, wir haben keine Reichweite. Okay. Ich will mit denen jetzt noch nicht in Nahkampf. Wie weit komme ich bogenschusstechnisch? Ja, okay. Feuer frei! Oh, wow. Ich mache ja unglaublichen Schaden. Also ihr bewegt euch gar nicht, ne? Dann werde ich mal hier den Heilikus machen. Yes. Yes. Ich schleiche mich mit dem mal so hinter, oder? Ach du Scheiße. Yes. Ja komm, egal. Bevor ich gar nichts mache. 2. Hammer. Bin begeistert. Commander. Commander, weil ich verwickel sie im Nahkampf, komm. Es bringt nichts. Ich hoffe, dass sie im Nahkampf nicht so heftig agieren. Mach jetzt sie nieder! Naja, ein bisschen. Oh Gott. Heilung! Wir brauchen Heilung! Schnellstens! Hat noch jemand Bewegungspunkte? Nee. Ja, Runde beenden, ne? Aua! Meine gute Einheit! Aua! Es tut noch mal weh! Ja, okay. Medikus? Ja, nicht, hä? Attacke. Gut, das hat aber Aua gemacht. So, okay, pass auf. Wir müssen unseren Medikus mal hier... Wie weit geht denn der? Okay, das reicht locker. Nein. Oh, falsche Taste. Also die Steuerung ist immer noch so ganz merkwürdig. Hä? Was sagst du was? Hä? So, was macht die Kuh? Was macht das denn hier? Er schafft Erdbarriere um eine Position. Was heißt denn das? Hier draufballern? Nee. Ja, komm, wir machen mal hier auf die Gefahr hin, dass wir jetzt draufgehen. Oh shit. Ich habe die Erdbarriere erschaffen. Ach nein, Alex, du bist ein Vollhonk. Die Steuerung ist kacke. Habe ich das schon mal erwähnt? Gefällt mir nicht. Kann ich mit dem noch was machen? Nee. Ja gut, jetzt ist... mit denen kann ich noch was machen, ne? Wenn ich mit denen angreife, sind sie tot. Kann mit denen mal ganz schnell abhauen. In Hoffnung, dass sie mich nicht verfolgen. Einmal Schaden kriege ich hin. So. Runde beenden. Oh Gott, was macht ihr für einen Schaden? Die müssen wir jetzt aber wegkriegen. Da sind sie weg. Eieieiei. Ich wollte meine Banditen nicht verlieren. Wir haben es geschafft. Problemlos. Überhaupt kein... Also, der Schaden da, der war geplant. Oh, was haben wir denn jetzt? Ihr durchsucht alle Räume im Turm des Zirkels, bis ihr die Forschungsunterlagen eures Meisters auf einem Tisch ausgebreitet findet. Wie versprochen hat er darüber geschrieben, wie ihr eine weit größere Menge an Allfeuer mit eurem Turm als Fokus lenken könnt. Ihr überfliegt den Text und versteht gerade mal die Hälfte davon, aber das Potenzial ist unübersehbar. Diese Methode hätte ihn weit näher an die Meisterschaft über das Allfeuer gebracht und dem Zirkel Konkurrenz gemacht. Ein Wunder, dass sie ihn aufhalten wollten. Sie hatten Angst, er könnte ihnen ebenbürtig werden.
Eine Zauber... Achso, wir müssen jetzt noch 1, 2, 3, 4 Zauberbuchseiten besorgen. Bin heute auf das Game aufmerksam geworden. Wollte mal gucken, wie das ist. Ja, ich find's cool. Es hat zwar nichts mit dem ursprünglichen Spellforce zu tun. War ich jetzt persönlich überrascht, weil ich mit was ganz anderem gerechnet habe. Aber es ist schon cool. Also es macht schon Spaß. Es gibt anscheinend auch verschiedene Szenarien. Wir sind jetzt quasi im ersten. Reißt euren Turm aus dem Boden und lasst ihn frei durch die Fiara schweben. What? Das machen wir mal. Wir lassen mal unseren Turm schweben. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das heißt hier. Mein Mana haben wir genug. Wir lassen es mal weiter hier drauf. Mal gucken, was passiert. Maximum Kenntnis. So. Das heißt, wenn wir unseren Turm schweben lassen können, können wir ja ganz andere Gebiete für uns in Anspruch nehmen, ne? Natürlich cool. Und das baut sich auch immer mehr ab. Steuerfahndung. Ja, guck mal, wir können... Oh, wir müssen unbedingt heilen. Wir müssen zurück. Wir müssen uns erstmal heilen. Nützt nichts. Wir müssen unsere Einheiten erstmal heilen. So, okay. Wir haben jetzt diese hier noch. Die sind ja noch voll tutti kompletti. Kriegen wir den Turmblatt? Wir müssen mal gucken. Wir speichern mal. Schade, dass es keine Schnellspeicherfunktion gibt. Das wäre cool. Und, was sind für Gegner? Nehmen wir die Blatt. Ja. Schlacht beginnen! Sire, eure Truppen sind dem Feinde nicht gewachsen. Schickt die Reserve, Sir. Und der Sieg ist euer. Achtung, Sir. Im Gebiet, wo die Bogenschützen schießen, sind eigene Truppen. Was interessieren mich die eigenen Truppen? Truppen sind billiger zu organisieren. Die Pfeile, die sind teuer. Wenn Truppen fallen, weil ich treffe ja auch die Gegner. Hat ja König Edward gesagt, ne, bei der berühmten Schlacht gegen die Schotten. Als sie gemeint haben, Sire, da sind aber auch unsere Einheiten drin. Schießt trotzdem die Pfeile. Wir treffen auch die Gegner. Schießt los. Scheiß auf die Einheiten. Auf die Soldaten. Okay. Wir müssen da schleunigst daran. Sonst machen die mit unserem Fernkampf machen die uns einfach allmählich platt. Also kommt volle Offensive. Jetzt können wir noch einmal schlagen. Oh, die machen aber gut Schaden, ey. Hä? Nehmt Nacht. Pfeile. Nachtpfeile? Kriege ich den wie weit? Ja, natürlich. Es ist ja immer so, ne? So der letzte Fitzel fehlt. Dann stelle ich mich dahinter. So. Ah! Falsche Taste. Brennend! Brennt, ihr feiges Gesocks. So, kann ich noch was machen? Nee, ich bin durch. Runde beenden. Warum haben die jetzt so ein Brass gegen dieses Ding hier gehabt? Okay, kann man mal machen. Ja. Die kriegen wir mit einem Hit jetzt weg. Aber da kriegen wir auch Schaden. Die kriegen wir so weg ohne Schaden. Okay, machen wir es so. Ihr greift gleich hier weiter an. Und danach habt ihr euch eine Pause verdient. Ihr macht Feuer! K
kriegen die jetzt eigentlich hier einen Brandschaden? Also in der nächsten Runde quasi? So, ich kann jetzt hier nichts mehr machen, ne? Ja. Warum greift ihr denn? Hä? Also, keine Ahnung. Die KI könnte auch... Also, die steuert genauso die Einheiten wie ich. Total wirr. Wieso greifen die denn jetzt ihre eigenen Mauern an? Das sind so diese Zeichen, die sind demoralisiert und greifen irgendwas an. Ich möchte die gern weiter hochleveln. Feuer frei. Der Turm ist unser. Aber wir müssen jetzt mal allmählich mal gucken, dass wir unsere Einheiten wieder heilen. Nehmt doch nachhaltige Pfeile, was? Nehmt doch nachhaltigere Pfeile, die sind schneller herzustellen. So, was kann ich jetzt hier drin machen? Das bringt uns nichts, weil wir hier das nicht, noch nicht, Dings haben, ne, mit unserem Refugium. Okay, so, was ist mit euch? Ihr seid fast tutti completti wieder. Wollen wir da mal reingucken? Lager, okay. Nur da reingucken. What? Wir wollen doch gleich mal ausnutzen. Speichern. Die verursachen jetzt immer Maximum Schaden? Na, dann überrennen wir doch die Einheiten jetzt, oder? Ich leide unter leichter Selbstüberschätzung. Ihr war nie da. Wir gehen dann mal. Die waren ein bisschen stark. So, ihr müsst mal dringend heilen. Ihr geht jetzt hier mal zurück. So, was mache ich jetzt mit euch? Ihr müsst auch heilen, ne? Aber ihr könnt euch schon mal hier in die Richtung vorbereiten. Zu gehen. Also ist eh erst nächste Runde. Ja, gut. Schade. Na gut, dann. Was ist denn hier? Stufenanstieg. Ach ja, stimmt. Cool, die sind ja auch alle aufgestiegen. Was haben wir denn hier? Plus 6 Schaden gegen gepanzerten Einheiten und Schaden bei flankierten Attacken. Würde ich das eher nehmen erstmal. Man muss halt nur mal gucken im Kampf, was welche Einheit nochmal kann. Stufenaufstieg. Geschwindigkeit uninteressant. Mehr Rüstung, ganz wichtig. So, was kannst du? Also die Einheit hat uns schon einige Einheiten in den Arsch gerettet. Tägliche plus 100% tägliche Regeneration. Plus 2 Fokus. Wofür brauche ich nochmal Fokus? Ich kann nur Räume bauen. Aber die sind noch... Ich habe sie noch nicht freigeschalten. Räume kann... so, warte, stopp mal aus. So, warte. Räume kann ich nur hier drin bauen. Aber ich habe noch keine. Räume kann ich anscheinend nur freischalten, wenn ich das Menü finde. Kann ich sagen. Ich finde es aber wieder nicht. Irgendwo war es. Da. Anscheinend kann ich Räume nur freischalten, neue Räume, wenn ich diese Aufgaben hier mache. Befreie den westlichen Zitadelle aus dem Griff der neuen Reinheit. Halle die Plage auf den goldenen Feldern bedroht. Da müssen wir jetzt eh hin. So schalten wir neue Räume frei. Ist aber alles gar nicht so einfach. Der Siegelring. Aha, also es sind auch so Nebenquests da. Ich finde das echt cool gemacht. Aber die Einheiten lassen wir los. Die holen. Die können wir uns holen. Und den Schatz. Das machen wir nächste Runde mit der Einheit. Die gehen da rein. Das ist aber... Ja, okay, alles klar. Runde beenden. Die wollen uns wirklich angreifen. Seid ihr des Wahnsinns? Ihr habt euch ja völlig selbst überschätzt. Natürlich beginnen wir die Schlacht. Die machen wir selber.
dachte, um das Ganze zu erweitern. Das Ganze, um das ganze Refugium zu erweitern, muss ich den Turm an sich wohl höher ausbauen. Das geht, das kann ich dann gleich zeigen. Das soll wohl dann über die eine andere Funktion gehen, die ich selber noch nicht so ganz durchblickt habe. Ja, Moment mal. Ach so, ich werde angegriffen, deswegen habe ich den ersten Zug. Was sind denn da für Einheiten drin? Das sind Bogenschützen und nur Nahkampf. Ja, warte mal, kann ich die jetzt voll in die Zange nehmen? Wie viel was habe ich jetzt hier eigentlich hier bei mir drin? Bogenschützen? Bogenschützen? Goblinprügler? Goblinprügler. Ich möchte mal was testen. Habe ich dann eine erhöhte Treffsicherheit, wenn ich erhöht stehe? Rechnet das Spiel damit? Was ist denn da hinten? Eine Geisterkuh. So, sollen sie mal kommen. Klar greift ihr wieder die Einheit an, die eh schon angeschlagen ist. Ihr Schweine. So, warte mal. Wie sind jetzt hier die Reichweite? Die reicht noch nicht. Was ist, wenn ich mich da hinstelle? Und ihr? Ah. Höhere Position bringt einen Bonus. Das ist halt wirklich so. Das ist richtig gut gemacht dann. Finde ich gut. Bin ich gar nicht so abgeneigt von. Aber wenn ich jetzt eins vorgehe, kriege ich die noch? Ja, jetzt kriege ich sie. Weil jetzt machen wir sie weg. Ach komm schon. Yes. Macht sie weg! Kann ich euch locken? Ich mache die Verteidigung. So. Okay, die greifen da an. Das ist auch okay. Die machen aber richtig Aua. Nee, nee. Wir machen es hier einfach. Okay, die Einheit muss jetzt auch sich wieder ausruhen. Ich wollte vermeiden, dass die Bogenschützen nochmal schießen. Okay, so, die können wir hochleveln. Das ist sehr gut. Dann... Moment! Was kommt da angetrampelt? Wie weit kann ich mit den... Okay, komm, Attacke. Ihr müsst... Und ich hoffe, die Einheiten heilen schon mal. Da hole ich mir noch schnell den Loot. Also da kann ich auch nochmal hochleveln. Ich weiß nicht, was die Rudeltaktik ist. Deswegen mehr Gold! Whee! Gold Nugget. So. Damit die mal schneller heilen, packe ich die auch gleich hier rein. Und mit denen, wieso kann ich mit denen nicht laufen? Ach, weil ich durch Waldgebiet laufe, können die nicht so viel... Doch, geht. Hä? Was? Ach so. Das ist vielleicht ganz gut. Ich will die einmal durchtauschen. Wir verbünden uns. Wir machen den Kloppi da weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, das ist ja wohl unfassbar. Das ist ja... Wir stellen hier nochmal Einheiten her. So viel haben wir zwar noch nicht. Wir stellen irgendwann Einheiten her, wenn ich das Menü finde. Ich würde gerne noch mal einen Schamani und einen Nahkämpfer. So, schließen.
Und Loge wird zerstört. Ja, ich kann es gerade nicht ändern, mein Freund. Ich kann es gerade nicht. What the fuck? Was ist denn da alles drin? Okay. Niemand zerstört meine Loge. Die machen mir Sorgen. Die machen mir arge Sorgen. Kann ich jetzt... Was ist denn, wenn ich jetzt wie in Warhammer hier ein... Wir probieren das mal. Wir speichern mal, bevor das versehentlich komplett in die Hose geht. Kann ich jetzt wie in Warhammer einfach nur sagen, ich postiere die hier? Ich nehme mit denen, gehe ich rein und die unterstützen? Nein. Was ist mit meiner Aufgabe? Ich kann nicht possenreißerisch reden. Ich weiß nicht, wie das geht. Mach mal Beispiele, wie du das meinst, wie das funktionieren soll. Dann kann ich das gern versuchen. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Das sind ja 2, 4, 8, 9, 10, 20. Was könnt ihr? Die können Fernkampf. Beide. Oh Gott. Die werden mich jetzt so zermürbt. Ich hätte es automatisch machen sollen. Wie weit ist die Reichweite? Kann ich das einsehen? Was ist denn, wenn ich mich dahinter verstecke? Dann können die mich doch nicht anschießen, oder? Da sollen die mal schön nah rankommen. So bilde ich mir das ein. Wir probieren es mal. Verteidigung, ja, genau. Alles verteidigen. Oder die lassen sich Zeit, ne? Die machen einen Scheiß. Die greifen nicht an. Die greifen nicht an. Ja, dann haben wir es versaut. Okay, komm, Attacke. Dann nützt nichts. Volle Kanne. Nein! Ich will die noch ein bisschen zurückziehen erst noch. Wie ein clownlustiger Schabernack. Ey, du verlangst Sachen von mir. Wow. Sollte ich nicht einen heroischen Sieg machen? Ich weiß nicht, wie man das macht, Snoopy. Ganz ehrlich, ich weiß es gerade echt nicht. Wir machen jetzt gezielt den weg. Okay, die halten. Ui, machen die Nahkampfschaden. Eieieiei. Naja, wir haben halt einen Zug komplett verloren. Ich krieg den nicht weg. Nein, es reicht nicht. Ah.
Ich bin gerade am überlegen, wie ich das mache, Ruby. Lass mich kurz mal überlegen noch. Scheiße, die haben die Einheiten gekillt. Das finde ich jetzt nicht gut von euch. Versucht ihr jetzt im Nahkampf zu verwickeln. Wie, die können nicht mal angreifen? Ach, das ist so ein Scheiß. Wieso rennt ihr denn jetzt weg? Das war fies. Muss man gesagt haben. Niemand wird mich besiegen, außer meine kleinen Goblins. Die sind leider draufgegangen. Naja. Okay, wir haben unsere Hütte errettet. Ich weiß nicht, wie ich so sprechen soll, Snoopy. Sorry. Ich stehe da gerade echt auf dem Schlauch. Gehen noch mal einen Schritt weiter zur Steuerver... Ach, da kommen die runter. Guck mal an hier. So. Ihr erholt euch erstmal. Und euch stocke ich auf. Das heißt, wir müssen hier nach Norden wohl weiter im Spiel. Wie spricht man denn wie ein lustig... Wie mache ich denn das mit dem Schabernack? Ich stehe da echt auf dem Schlauch. Okay, können wir jetzt noch was machen? Was haben wir denn an Utensilien eingesammelt? Können wir da was zaubern? Ja, könnten wir. Wir hauen erstmal das Eisen hier rein. Und dann hauen wir hier... Eins, zwei da rein. Dann haben wir das Doppel-F. Das machen wir. Herstellen. So. Einheiten sind im Bau. Was ist das? Denn die wird gar nicht zerstört, die ist errettet. Achso, was ich noch zeigen wollte. Also diese Erweiterung. Ich glaube, das hat damit zu tun. Wenn das jetzt hier voll ist, dann wird nochmal... Der Kreis des Turms erweitert, hoffe ich. Wir werden sehen. Ja, ja, Zug beenden. Macht ihr mal. Ist jetzt irgendwas passiert? Hm. Einheiten sind fertig, oder? Ja, eine. Nee, nein. Ihr verstärkt diese hier. Und wartet nochmal ab. Ihr habt schon zwei befördert. Der muss hier unbedingt mal befördert werden. Und der auch. Ja, warte mal, dann machen wir das doch ganz einfach. Die brauchen eh Pause. Die gehen nochmal dahin. Ihr kommt zu mir. Ihr geht da rein. Ihr greift hier an. Attacke! Das wird ein heroischer Sieg, das sage ich euch. Schlachtbeginn! Auf jeden Fall sind da sehr viele Kämpfe drin. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hä? Was ist denn hier los? Oh, das sind ja Gegner. Die müssen wir alle platt machen.
Alle! Alle werden sie vernichten! Ach, das sind die, die können wir ewig werfen, ne? Ey, die haben eine Reichweite, das ist doch nicht wahr. Ja, okay, pass auf. Wir haben aber einen Vorteil, wir haben Heiler dabei. Das ist Fernkampf. Fernkampf. Wir haben eine Nahkampfeinheit nur. Oh, das ist ein bisschen doof. Na gut, egal. Dann nutzen wir doch mal die Nahkampfeinheit. Attacke! Kannst du... Sprechen wie ein Zwerg? Also... Ich find's ja löblich, dass ihr mir das immer so zutraut. Reichweiten malus, aber egal, ich schieße einmal. Yes. Wie, das geht nicht? Ach komm, ich muss noch einen Schritt vor. Fällt mir ein bei Teutates. Das ist aber Asterix und Obelix. Ich hab noch nie geblitzt, ne, mit denen. Wie weit geht denn der? Oh ja, komm. Probieren das jetzt. Gehen wir mit dem einen Schritt vor. Ihr seid geblitzt-dingst! Hahaha. Zwerg. Ihr macht mich fertig. Ich bin ein Zwerg. Okay, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Ah! Heilen! Aber die Zwerge in Hobbit reden doch normal. Die reden doch gar nicht irgendwie geschwollen oder irgendwie sowas. Die reden doch eigentlich normal, dachte ich. Ich bin in meinem Geist in den ganzen Film durch. Die reden nicht unmöglich. Also irgendwie so besonders. Das Einzige ist Bombur, da hat halt immer was zu essen im Mund. Wir gehen mal mit denen da weiter. Die Einheiten, die brauchen noch. Die sind auch voll geheilt. Komm, die nehmen wir mal. Ne, da warte ich, bis die Einheit da fertig ist. Ist das stark oder nicht, ne? Das ist die Frage. Rustieren uns mal. Achso, wir können noch steigern. Uff. Aber sowas von immer Maximum Schaden.